Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist ein besonderer Tag, denn heute feiern wir ein Vorabjubiläum für unseren Stammmitarbeiter. Und dazu interviewe ich heute mal ein paar Mitarbeiter. Kommen Sie mal mit. Kleine Überraschung. Unser Ersatz der Lagerleiter, der Herr Johannes Heider. Ja? Wir bitten um ein kurzes Statement. Am Sonntag, den 3. Mai 2020, ist unser Liebling Herr Spanring Lukas, unser Verkaufsleiter von Alfa Romeo und Jeep, 10 Jahre bei der Firma Weidmann. Was sagen Sie dazu? Super Verkäufer, freundlich, nett. Und was wünschen Sie ihm? Viel Glück weiterhin, Gesundheit. Na, und alles Gute für die Familie. Alles klar. Lieben Dank. Bis zum nächsten. Hier sind wir nun wieder zur nächsten Gratulantin. Und zwar sind wir jetzt in den heiligen Katakomben der Buchhaltung, auch Rechnungswesen genannt. Ich darf vorstellen, meine Schwester Sibylle Weidmann. Ja, hallo Lukas. Und sie darf auch heute ein schönes Informationsinfoblatt geben und ein paar Wünsche vielleicht in die Kamera. Ja, gerne. Lieber Lukas, ich freue mich total, dass du jetzt schon 10 Jahre im Autohaus Weidmann bist und so ein Top-Verkäufer und ein Top-Berater bist und wir in der Buchhaltung immer Freude damit haben, damit deine Zahlen auch immer stimmen. Und weiter so. Na hallo, das waren einmal schöne Informationen von der Buchhaltung. Das ist wichtig, die Zahlen natürlich müssen auch stimmen. Auf zum nächsten. Und wieder haben wir den nächsten Gratulanten hier. Ich bin jetzt in der technischen Abteilung. Ich stelle Ihnen vor, den Herrn René Grafenneder. Und auch er hat ein paar nette Glückwünsche an unseren Jubilar. Bitte schön, René. Ich bin der René. Ich bin der Techniker in der Firma. Ja, Techniker. Und wünscht heute zum 10-Jährigen. Herr Lukas, ist bitte zum 10-Jährigen. Ja. Ich möchte mich natürlich gerne bedanken im Namen von meiner Familie, meiner Freundin und von mir für die jahrelange gute Betreuung. Na hallo. Das sind einmal super Informationen von der Technik und das vom eigenen Techniker mitzubekommen, wo die ganze Familie natürlich bei uns Kundschaft ist. Herzlichen Dank! Auf zum nächsten an der Angel, unseren künftigen Fachtechniker Alfa Romeo Jeep, Florian Fuchs. Auch er hat ein paar nette Worte für unseren lieben Lukas. Achtung, jetzt kommt's! Ja, hier ist der Lukas. Du, 10 Jahre bist jetzt schon in der Firma. Ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht werden es nochmal 10 Jahre. Das war nicht schlecht. Und du bist nicht der Einzige, der brauchst du da. Wir haben einige da. Ja, super! Das heißt, noch viel zu tun, Lukas. Wir brauchen natürlich immer wieder deine Verkaufszahlen. Ganz, ganz wichtig, weil wir unsere Technik was zu tun haben. Auf zum nächsten. Und jetzt habe ich einen ganz besonderen Gratulanten bei uns, nämlich der hatte schon das 10-jährige Firmenjubiläum. Aber ich glaube auch unser lieber Martin Tenn, unser Werkstattleiter, unser Tech, unser Bestgeschultester natürlich auch in der Firma, hat ein paar nette Worte. Achtung, jetzt kommt's! Lukas, ein paar nette Worte und es geht! Hallo Lukas! Ich wünsche dir natürlich von meiner Seite auch alles Gute zu deinem 10-jährigen Jubiläum. Und so hast du dann bald eingeholt und ich freue mich auf ein weiteres super Jahr mit dir. Danke, alles Gute nochmal. Ja, also, von Martin lobende Worte auf die nächsten 10 Jahre. Lukas, herzlichen Dank. Bis gleich zum nächsten. Und der nächste Jubilar ist dran und zwar auch ein ganz besonderer. Der hatte auch schon, fast schon bereits letztes Jahr, die 10 Jahre Jubiläum. Aber auch unser lieber Kevin Mehr aus der Abteilung der Lackierung und Spenglerei. Ein paar liebe Worte. Achtung, jetzt kommt's. Hey Lukas, ich gratuliere dir für deine 10 Jahre. Richtig, und ich freue mich aber auch nicht, wie du mal da bist. Gratuliere nochmal für deine 10 Jahre. Na super, das sind doch auch sensationelle Worte und wir hoffen natürlich alle. Komm bald wieder, klarerweise die Zeit. Nächste Woche startet's los. Wir gehen zum nächsten. Und wir haben schon unseren nächsten erwischt, und zwar unseren Top-Techniker für Alfa Romeo und Jeep, den lieben Dominik Amort. Auch dieser ein paar nette Worte. Achtung, Sie kommen schon! Hey Lukas, ich wünsche dir alles Gute zum 10-Jährigen. Bleib gesund und verkauf weiterhin so viele Autos. Na hallo, schon wieder Verkaufszahlen gewünscht. Also, was will man eigentlich mehr? Ein herzliches Dank und wir suchen sich den nächsten. Bis gleich. Zu deinem Jubelfest wünsche ich dir das Beste. Wir stößen auf dich an, denn du bist unser bester Mann. Jetzt habe ich einen Frischling bei uns in der Lackierung und Karosserie, unseren lieben René Woldrich, neu bei uns im Team. Und natürlich, ihr kennt ihn noch nicht so lange, aber auch er hat ein paar nette Worte sicher für dich, denn du bist ja auch wahrscheinlich ein Vorbild für ihn. 10 Jahre natürlich auch bei uns auszuhalten, ist schon mal eine Auszeichnung. Achtung vielleicht, unser lieber René, auch ein paar Infos. Lukas, alles Gute für das 10-jährige Jubiläum und verkaufen viele Autos. Na, hallo, schon wieder Autos zum Verkaufen. Also ich hoffe, ich darf auch noch ein paar Autos verkaufen, nicht nur du, aber in dem Sinn, auf zum nächsten. Wir sind in der nächsten Abteilung, und zwar in der Feinreinigung und der Reinigungsabteilung von unserem lieben Hannes Leimhofer. Auch dieser hat zum 10-jährigen Jubiläum natürlich ein paar nette Worte. Lu, was gibt's?
Hi Lufke, alles Gute zum 10-Jährigen und hoffe, dass wir weiter so dann mit zwei. Ja, super. Natürlich, Verkauf und Reinigung, das muss natürlich zusammenstimmen, keine Frage. Und unser Hannes und der Lukas, die zwei haben immer zusammengeholfen, auch wenn alle unsere fast 70 bis 80 Fahrzeuge, was immer auf Bestand sind, zum Putzen sind. Die zwei helfen zusammen und schauen auch am Platz, dass es natürlich auch alles immer schön dasteht. Ihr zwei passt zusammen. Auf zum nächsten. Einen ganz besonderen Bitte, das war ein Zufall, dass der Erlaubnis überhaupt geteilt worden ist von unserer Bundesregierung. Ein ganz hochrangiger Mitarbeiter. Achtung, in Sonderkluft. Aber auch er hat ein paar nette Worte zum 10-Jährigen für dich. Hallo Lukas, freue mich, wenn ich wieder zurück bin, dass wir wieder zusammenarbeiten können. Und auf die nächste Firmenfeier. Prost! Na schau, natürlich alles mit antialkoholischen Getränken selbstverständlich, auch wenn eine Kleinigkeit mal dabei ist. Ein bisschen Spaß muss sein, aber Spitzentechniker Lukas Schulz wohl ab Herbst dann wieder verstärkt unser Team wieder. Macht eine kurze Pause. Bis gleich zu mir. In der Annahmezentrale, ganz eine wichtige Position, und hier sitzt unsere liebe Simone Sommereder, die koordiniert natürlich alle unsere Termine und auch diese zum 10-jährigen Jubiläum auch hat ein paar Wünsche an dich. Bitteschön, geht schon. Hallo Lukas, erstens wünsche ich dir mal alles, alles Gute zu deinem 10-jährigen Jubiläum. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, viele, viele Autos, was du verkaufst. Und eins möchte ich nur sagen, du bist ein ganz, ganz lieber, kompetenter und ehrlicher Verkäufer und ein ganz loyaler Arbeitskollege, den ich sehr gerne mag. Alles Liebe. Hallo, das waren doch einmal nette lobende Worte. Was gibt es Schöneres? Geht doch runter wie Öl. Auf zum nächsten. Lukas, ich wünsche zu deinem 10-jährigen Jubiläum alles Gute. Du bist echt ein toller Arbeitskollege und ich freue mich schon auf die weiteren Jahre, die ich da mit dir zusammenarbeiten darf. Ich wünsche natürlich auch viel Erfolg und viel Gesundheit und alles, alles Gute. So, und jetzt habe ich jemanden erwischt. Lukas, ich glaube, den kennst du auch. Der will dir 10 Jahre zum 10-jährigen Firmenjubiläum gratulieren. Aber ich glaube, den Arbeitsplatz kennst du. Unser lieber Thomas Frei. Hallo Lukas, ich wünsche dir alles Gute zum 10-jährigen Jubiläum. Und ja, wir kennen uns seit 5 Jahren und die nächsten 10 verbringen wir gemeinsam. Alles Gute. Na hallo, aber komisch, wer sitzt auf dem Verkaufsplatz? Nein, war ein Scherz. Macht da keine Sorgen. Thomas, der Spitzenmann, sitzt momentan aktuell oben bei der Garantieabteilung und kämpft sich super durch. Lukas, bis zum nächsten. Danke. Hier sind wir nun auch wieder bei einer ganz besonderen Gratulantin und die hat auch ein paar nette Worte. Ich glaube, du kennst sie ziemlich gut. Meine liebe Mutter, die Christa Reitmann. Achtung. Hallo lieber Lukas. Ich bedanke mich ganz herzlich für die ganzen Jahre, für die tolle Zusammenarbeit. Ich weiß nichts Negatives über dich zu sagen. Ich wünsche dir weiterhin viel Glück in der Firma, viele Geschäfte und ich hoffe, du bleibst noch lange bei uns. Alles Gute! Na bitte, das hoffen wir natürlich selbstverständlich auch. Ein paar tolle Worte von der obersten, längsten Mitarbeiterin, der lieben Christa Reitmann, meiner Mutter. Herzlichen Dank! So, einen wunderschönen guten Tag. Und jetzt haben wir einen ganz besonderen Gratulanten, und zwar vom Projekt Hochfeld. Ja, wir befinden uns in der Schlüsselstraße 2 von meinem Vater Christoph Reitmann. Auch der hat ein paar nette Worte an dich zum 10-jährigen Firmenjubiläum. Bitteschön. Ja, lieber Lukas, es freut mich, dir auch gratulieren zu dürfen für die 10 Jahre. Ich kann mich noch gut erinnern, bis du gekommen bist. Und ganz unten rechts haben wir deinen Schreibtisch hergerichtet und du bist ganz alleine gesessen. Und dann hast du mir irgendwie, haben wir den Tag gesagt, ihr passt zum Manuel so gut. Und es hat sich dann top bewährt, dass ihr zwar ein tolles Team geworden seid. Und ich freue mich, wie gesagt, dass du 10 Jahre bei uns bist und ich hoffe, dass wir noch einmal die nächsten 10, 20 Jahre uns noch gut sehen können und freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit mit dir weiterhin. Na super, das sind ja tolle Worte und ja, ich bedanke mich auch herzlich, ich weiß es auch noch, in die Schlüsselstraße 1 und du bist dann hinter mir gesessen, quasi unter mir. Es war eine coole Zeit, du hast mich ein bisschen belauscht und hast eigentlich immer gleich mitgehört, was ich eigentlich immer so beraten habe. Und genauso wie du sind wir sehr transparent immer gewesen und immer sehr freundlich und kundenbemüht. Und ich glaube, deswegen spielen wir auch super zusammen. Die Worte sind perfekt von deinem Vater. Lieben Dank. So, lieber Lukas, ich stelle mich jetzt selber nicht mehr vor. Aber trotzdem darf ich mich jetzt selber ein bisschen anmoderieren. Aber auf diesem Weg zu den 10 Jahren Jubiläum, bitte, es ist nicht selbstverständlich. Obwohl ich da hier dein mehr oder weniger Chef bin, fühle ich mich ehrlich gesagt auch nicht gerade dazu. Wir haben immer eine super Partnerschaft diesbezüglich gehabt, eine Freundschaft schon fast. Und deswegen, glaube ich, harmonieren wir auch so gut. Und das hat sich über 10 Jahre
hervorragend etabliert, teils denken wir auch schon gleich und das immer schön im Sinne von den Kunden und damit wir unsere Kunden gewinnen und auch richtig betreuen können. Ja? Du nimmst Fahrzeuge mit, du betreust Kunden, du nimmst sie mit in die Werkstatt, bringst sie zurück nach Hause. Das ist keine Selbstverständlichkeit, aber beweist deine Loyalität zur Firma Autohaus Weidmann und das rechne ich dir ganz, ganz hoch an, das wollte ich dir offiziell noch einmal sagen und ich wünsche mir viele, viele Jahre noch mit dir und darf dir nochmal herzlich persönlich gratulieren. 10 Jahre Jubiläum. Auf die nächsten. 2, 1. Danke, lieber Lukas, für 10 Jahre. Schreit ein bisschen jetzt an. Die Tele gehört dir. Danke für 10 Jahre. Tschüss. Ja, dein Team.